Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr seht, ich habe die Kamera gerade runtergenommen, damit wir da oben gleich wieder den Zeitstempel haben. Nicht wundern, bei den Autosave, ich habe letztens gerade einmal so, war ich ein bisschen kaufen und verkaufen. Da habe ich gedacht, naja, komm, das brauchst du nicht für einen Stream machen. Also, ihr seht hier, am Tag danach. Am Tag, the day after tomorrow. So, und dann laden wir das Spiel, machen wir einfach mal direkt weiter. Ohne viel Schnickschnack, ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin. Ich persönlich hoffe noch. Oh, ja, was ich neu habe tatsächlich. War ja einen neuen Runenkrieger, den habe ich ausgestattet. Hier, guck die neu an. Und der hat auch was Neues. Die anderen sind. Oh ja, hier, ein neues Outfit haben sie auch bekommen. Ich habe ein bisschen eingekauft auch. Und was ganz neu ist, hier, guck mal, ich habe ein paar Spells. Und zwar habe ich jetzt Aura der Heilung. Habe ich tatsächlich gefunden. Aura der Heilung 6. Und Zone der Heilung. Die beiden kann ich benutzen. Aura der Ausdauer, Aura des Lebens. Muss also irgendwie Aura der Heilung. Oh, warte mal, das gibt's hier nicht. Aura der Heilung 6. Ich noch irgendwo? Habe ich nur Zonenheilung? Aura der Stärke. Oh, Hauptsache irgendwelche Auren. Irgendwas, was geil ist und wehtut. Habe ich so für mich beschlossen. Ne, wisst ihr was? Wir gehen mal auf Erkundung. Ich meine, ja, hier sind zwar Monumente, aber hey, Monumente kann man immer noch aktivieren. Kann man immer noch mal gleich schauen. Ist Aya in nicht ganz geringem Maße. Ist das Tor. Wir erkunden doch erstmal sozusagen erstmal ein bisschen die Karte. Weil, was soll. Er lügt, er hat voll gecheatet. Was soll ich denn gecheatet haben? Ich bin immer noch total verskillt. Wollte sagen, das kann nie ein Leben ich sein. Hier, das bin ich. Total verskillt. Eigentlich muss ich beim nächsten Level ab. Irgendwie auf Stärke Ausdauer 72 kommen und einen auf Charisma setzen. Obwohl ich ja eigentlich hier die Punkte draufsetzen muss, ne? Ah, ich wäre so gerne 11 in schwerer Waffenkunst. Weil ich hab, glaube ich, ein paar Sachen, die sind Level 11, die ich noch nicht tragen kann. Das ist voll ärgerlich. So richtig pornöse Dinger. Wo waren die denn? Hier. Ihr leichte Knick. Leichte Kriegskunst 11? Ne, den kann ich sowieso nicht tragen. Sind denn die geilen Sachen? Ich hatte irgendwo so richtig geile Sachen. Die waren voll super. Zumindest sahen die voll super aus. Was habe ich denn hier? Stufe 28. Irgendwas sagt mir, an dich kann ich noch nicht ran. Wo du 27 bist. Ach, ich bin alleine. Was soll schon passieren? Wird schon gut gehen. Wir kloppen jetzt einfach um. Ich habe ja jetzt mittlerweile Aura der Stärke. Immer selber buffen. Den hau ich jetzt einfach um. Komm. Komm her, Dicker. Den hau ich jetzt einfach um. Easy. Aura der Stärke wird das schon gehen. Kleiner Greif. Witz. Weil ich habe auch mal nachgeschaut, man kann keine Skillpoints in Spellforce 1 resetten. Voll ärgerlich, ey. Komm her, greif. Easy. Ja, Metallkeil. Läuft. Mach ich kaputt. Hier, mach ich auch kaputt. Wir werden angegriffen. So, mach ich den Rest kaputt. Mach ja mal ein paar Gegner kaputt, weil. Das ist ein Hinterhalt. Mach ich auch was kaputt? Ja, ich mach was kaputt. Kriegen wir schon mal ganz geil. Okay, der Boost hat sich echt gelohnt. Wir machen mehr Schaden. Mach mal die ganzen kleinen Dinger hier weg. Was soll ich denn damit? Die Linien müssen halten. Erstmal ein bisschen rumschnackseln. Mal schauen, was dann so auf dem Weg beginnt. Dann brauche ich danach nicht mit einer Armee vorbeiziehen. Dann kann ich das mal gerade so nebenbei machen. Gerade so nebenbei. Sehr gut. Weil, oh, guck mal, eine Kiste. Vielleicht finde ich auch schon direkt irgendwie neue Gebäude oder sonst was. Und sehr witzig, habe ich festgestellt, wir haben jetzt alles auf 15, ne? Jede Rasse. Das heißt, da geht schon mal nichts mehr höher. Also, wir scheinen uns so langsam doch tatsächlich mal der Ende zu nähern. Wobei ich gerne irgendwie Level 40 oder so wäre. Das wäre ganz cool. Das wäre echt cool. Dann könnte ich mal ein paar Punkte vernünftig noch nachlegen.
Ich bin nicht sicher. Ich habe auch gesehen, für dunkle Magie gibt es auch einen Life-Drain. Aber ich habe jetzt auch White-Magie geskillt. Also eigentlich so die Auren. Sagen wir mal, wenn ich mich noch heilen kann oder boosten kann und die anderen auch. Alter, was soll denn dann passieren? Hier, einfrieren. Braucht kein Schwein. Adelsbogen. 140. Baby, und du warst weiß. Und was brauche ich hier? Schwere Rüstung 11. Ich will unbedingt das tragen, ne? Oh Gott, ich hab da... Oh, ich will's haben. Oh Gott. So unfassbar gut. Ich will's haben. Was? Mehr gab's hier nicht? Das war's? Ich krieg hier irgendwie sowas richtig Geiles. Und dann ist da nur so ein bisschen... Oh, hier Stein, das Eisen. Okay, Rohstoffe sind ja schon ganz cool. Sein zufällig generierter Shooter über einen muskelbepackten Fisch mit Gedächtnisproblem. Wow, wer hat denn da gekifft bei der Beschreibung? Ist ja mal eine interessante Beschreibung. Okay, na mal schauen. Kann ich nicht tragen? Was ist das hier? Leichte Rüstung 11. Hat doch sowieso keiner, oder? Ich habe nicht mal einen geilen Schützen. Ich hab so einen Krüppelschützen. Nur damit ihr das mal seht, mein Schütze hat Level Priester 14. Wo ist der Schütze? 16. Nur mein Priester hat weniger. Aber er war nur drin, weil er heilen kann. Ansonsten hätte ich auch schon ausgetauscht, weil zwei Heilpriester macht echt was aus. Ey. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Jetzt habe ich noch so eine geile Aura der... Was war das? Aura der Stärke? Genau. Vor allem nur Level 3, aber das ist egal. Pusht halt eine Runde. Hui. Dann tue ich wenigstens mein Mana mal sinnvoll gebrauchen. Oh geil, hier ist eine Höhle. Läuft. Hier gibt es noch mehr Aria. Läuft. Können wir mal ein bisschen erkunden. Das hat doch Bugler geschrieben. Da war er doch so stolz drauf letztes Jahr. Was habe ich letztes Jahr geschrieben? Hä? Verwirrst du mich wieder, Sesrix? Was habe ich geschrieben? Was ist denn hier? Ho, 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 ho. 18, 22. Läuft. Okay, wir gehen erstmal hier unten lang. Eine Kiste? Ne. Muss ein bisschen checken, weil ich habe halt ultra viel, hohen Sichtradius. Oh, Stein. Okay, da kämen irgendwelchen schwarzen Fuzis nach. Aber bisher sehe ich da kein Problem, weil die würden alle ja hier rauskommen. Wenn ich da so einen Turm hinstelle, dann lache ich die einem aus. Was war's denn? Dunkelelfen wieder? Dunkelelfen und Orks. Naja, okay, die Kombination ist noch gewöhnungsbedürftig, aber... Ja, ausbaufähig. Die Post über Main. Ach so, wegen dem Spiel. Ja. Ach cool, die kriege ich alle kaputt. Alles klar. Ich glaube, die kriege ich auch noch kaputt. So viel sind es nicht. Das sieht nach ein paar wenigen aus. Wieso? Natürlich kannst du in den Sub-Only-Channel Zwiebel. Alles andere wäre eine Lüge. Eigentlich müsstest du da reinkommen. Ist eigentlich getestet worden mit einem Sub-Zwiebel. Und dadurch, dass du Sub bist als Rolle, müsstest du da auch reinkommen. Das ist ein Hinterhalt. Boah, kloppen wir die mal gerade tot. Ja, ist ein Schloss vor, weil es heißt, dass der gelockt ist für alle anderen. Außer die mit der Rolle Sub, die kommen da rein. Das heißt nur, dass das ein, wie heißt das, ein limitierter Raum ist? Oder ein exklusiver Raum? Da kommt ihr auf jeden Fall rein. Siehst du, Sesrix ist auch gerade drin, ne? Du kommst als Sub sogar, wenn du willst, zu mir auf den Channel hier drauf. Immer wenn ich online bin, hier gehe ich in diesen Kanal und da können andere Leute reinkommen. Also alle Subs. Okay, ich muss mal ein paar kaputt hauen. Oh, der sieht groß aus. Das könnte unter Umständen wehtun. Gut, dass ich noch eine Zone der Heilung habe. Ich mach das schon. Einmal heilen. Das ist ein Hinterhalt. Wir werden angegriffen.
Ich muss mich mal ein bisschen verziehen. Standhalten, Männer! Ja, ich glaube, ich werde sterben. Vorsicht, Gegner! Okay, aber wir haben ja schon mal ein Stückchen erkundet. Ja, ich habe gedacht, ich hätte ihn besser kiten müssen. Und nur Frauen dürfen in seinem Privatgemach. Ne, da darf tatsächlich nur ich rein. Niemand anders. Ja, da bin ich direkt doof gestorben. Schade eigentlich, weil Problem, ich habe alles gepult, ne? So schwer waren die gar nicht. Okay, wir erkunden erstmal hier oben. Weil was wir haben, haben wir. Und die paar Wellen, die da langkommen, sollten ja wohl nicht das Problem sein. Da kommt eh keine. Frauen. Was sind Frauen? Oh, Trolle. Läuft. Moment, sieht das hier noch ganz chillig aus. Kommt alles hierher. Hier kann ich mich nachher mit Aria verbarrikadieren. Bin ich eigentlich ganz chillig. Außer hier oben gibt es gleich noch irgendwie Lücke, Eisen. Elfen wären ganz geil, weil ich dann einfach genug Holz hätte, ne? Ja, erstmal checken wir die Gegend. Ja, deshalb hat er auch gesagt, er darf nur er und seine linke und rechte rein. Ja. Okay. Es sieht so aus, als wäre das der einzige Weg. Ich versuche trotzdem nochmal mein Glück. Wir haben ja Zeit, mein Gott. Wie ihr seht, hier ist ja alles absolut clear. Mehr als verrecken können wir sowieso nicht. Daher können wir auch mal gerade die Zeit nehmen, mal vielleicht ein bisschen vorzuklären. Da habe ich nicht so viel Dreckspawns und dann geht das auch ein bisschen schneller. Wie Faust. Nee, nix Faust. Aber Zwiebel, mal ohne Scheiß, komm auf den Discord und geh mal in Sub Only. Ich weiß nur nicht, warum der Kanal Zuschauer Live gegründet wurde. Das ist für mich nur ein Rätsel. Das muss wohl Firehawk gewesen sein. Ich weiß nicht, was er mit dem Kanal bezweckt. Weil ich ja gesagt habe, On Air Live, da können Leute auf jeden Fall reinkommen. Alle, die Sub sind. Steht ja auch in den Regeln drin, ne? War ich doch eben. Hab Cestrix eben nur gesehen. Nicht dich. Oder bin ich jetzt doof und verwechsel euch? Hier, guck mal. Die machen mir ein bisschen Sorgen hier. Der ist ein bisschen dick. Hier so. Leichter Trigger. 18. Ah, okay. Selbst wenn, muss ich mit Damage Boost vielleicht einmal ran. Wir machen erstmal hier gerade. Auch alle Stärke an. Bam, Sub-Channel. Siehst du? Gut. Umso besser. Und sagen, da kann extra ein Kanal nur für Subs. Finde ich gut. Könnt ihr euch mal vernünftig unterhalten. Gegebenenfalls ein paar auf den Muppe hauen. Alles tut die. So, apropos auf den Muppe hauen. Den hau ich jetzt gleich auch nochmal ein paar auf den Muppe. Muss ich auf andere Streamer wieder warten zu moderieren. Wieso zum... Was? Wieso? Hä? Raff ich nicht. Bist hier Mod? Tu was für dein Geld. Euch kite ich doch eine Runde raus, du dai, du dai. Die Linien müssen halten. So. Runenkrieger, zu mir. Die hau ich jetzt nämlich alle kaputt. Und dann ist der Dicke nämlich alleine. Dann mach ich den Dicken nämlich ganz alleine kaputt. So. Die Fails des Streamers kann auch kein Mod ausgleichen oder ausbügeln. Ja, du bist wie immer charmant, wie eh und je. Ich weiß wieder, warum du Mod geworden bist. Wegen deiner besonderen Lieblichkeiten und Nettigkeiten. Jetzt, wo ich das wieder höre, fällt mir das glatt wieder ein. Loot. Läuft. So, Dicker, du bist alleine. Und nu? Eine Runde kuscheln. Echte Kriegskunst. Lass mal checken, was wir da haben. Kann das jemand anziehen? Keine Sau. Oh, doch. Rüstungsklasse 80? 90. Kampf plus 5. Schwarze Magie. Geschick, Wendigkeit. Nee. So, komm her, Dicker. Komm her, ich mach dich doch kaputt. So, schauen wir mal. Alleine dürfte der nicht viel können. Behaupte ich, sag ich doch.
kann gar nichts. Einfach mal clearen vorher. So, bevor der ganze Scheiß losgeht, mach ich die alle kaputt. Lustig, dass hier kein Spawnpoint ist. Oh, Rüstungsklasse 100. Ausdauer und Wendigkeit. Kann auch kein Schwanz von euch anziehen, ne? So gar nicht. Okay, du. 110. Ich bin aber auch ein Zernichter hoch 10 mittlerweile, ey. Ne, ich mach den erst kaputt. Gegner? Was? Gibt's nicht. Damit du dich abgehoben wirst. Ist doch ganz klar. Einer muss sich auf den Boden der Tatsachen holen. Keine Sorgen. Das schaffe ich schon von ganz alleine. So viel ist es dann ja auch nicht. Ja, das ist Wucher? Quatsch nicht. Das ist einfach Inflation, nennt man das. Ich habe den Benispreis so hochgedreht und festgestellt, so, ich sollte vielleicht mal die Dinger anpassen, ne? Sonst, es gibt Leute, die könnten mich im Sekundentakt sterben lassen. Und jedes Mal dann zu verneinen, nur weil es schwer fällt, ist ja auch nicht so die richtige Ansage, sondern da gibt ja jemand schon gut Geld aus und dann habe ich auch zu sterben, auch wenn es für mich mehr Arbeit bedeutet, ne? Das musste ich ja einmal anpassen. Die Benis-Inflation war einfach zu groß. Musste was gegen den Inflationsbenis getan werden. Und wie einfach gar nichts ist. Okay, aber erstmal habe ich eine Truhe gefunden. Ich gehe gleich einfach über die Karte, alles fertig, marschiere durch. Nicht ein Monument gebaut, läuft. Das würde ich sogar hinkriegen. Der Hack des Benispreises wird gestartet. Wie der Hack? Du kannst mein Benis nicht hacken. So, was habe ich denn hier drin, ne? Ah, geil. Zauberdere Brillanz. Mondsilber. Und Zone Aura der Heilung. Hier. 11. Ich werde zwar nie 11, aber. Also Level 11, was das angeht, aber. Nun ja. Hier ist ein Tor. Läuft. Okay, dann muss ich erstmal. Das richtig sehe, gibt es hier gar nicht. Obwohl, doch, hier könnte. Ist das ein Berg? Ist das eine Mauer? Niemand weiß es. Hier oben geht es auf jeden Fall weiter. Und hier, also im Zweifelfall hier weiter, aber ich will halt schon wissen, was hier ist. Im Moment sieht es so aus, als wäre es eine Sackgasse und das ist es auch. Egal, vielleicht nähere ich mich der Tür und dann sehe ich ein bisschen mehr. Oh, hier. Ah, zur mittleren Ebene. Drei Keife mit Vertiefung sind da drin. Ach so, wenn es mehr nicht ist, ja. Hier hin. Das mache ich alleine. Ich brauche eigentlich nur ein paar Helden. Zu aufbauen. Ich bin einfach der Zernichter, Leute. 8 bis 40, ne? Das ist schon geil. Guck mal, er hier hat auch schon eine Zweihandwaffe. Und nicht mal ich könnte die tragen, weil große Schlagwaffe 12. Und eigentlich wollte ich mich ja zum Zernichter auch 10 machen. Auch nicht am Valentinstag. Niemand will mein Benis hacken am Valentinstag. Ja. Das ist sehr ärgerlich, dass das niemand will. So, dann verkloppe ich jetzt halt einfach ein paar Eisenmänner. Was haben sie jetzt davon? Da sind ein paar. Mal schauen, wann ich die ersten trigger. Kommt, Jungs. Ich weiß, ihr wollt mich auch. Ihr wollt mich alle. Ihr wollt mich alle. Das sind nur die Kleinen. Alles klar. Damage Boost drauf und gib ihm. Jawohl, 88. Hau so um! Wir sind da mitgekommen. Oh, fast alle. Sehr nice. Kassiere ich zwar ein bisschen Damage, aber auf jeden Fall nehme ich ein paar ordentlich mit. Eins, zwei liegen schon. Da liegt der dritte. Oh, sauber. Loot. Ich frage mich mal, mein Aura der Stärke geht anscheinend immer geht von alleine aus, oder sie wird ausgemacht vom Gegner. Ich bin noch nicht ganz sicher. Aber die bringt, finde ich, schon viel. Auch wenn die so low level ist, macht das echt was aus. Ich mache wesentlich mehr Damage. Schade, dass ich keinen prozentualen Wert dahinter sehe. So. Ich meine, ja, ich könnte jetzt stundenlang eine Basis aufbauen, aber im Moment geht das alles so wunderbar. Ne? Und warum mal nicht einfach mal ein paar Leuten so auf den Muppe hauen?
Ein Einzelner. Komm her. Mach dich alleine platt. Oh. Geht auch alleine. Das ist wieder so ein Keil. Läuft. Oh, mach dir dein Gebäude kaputt. Da kenne ich ja nichts, Junge. Wäre ich hier oben eigentlich lang gekommen? Ne, wäre ich auch nicht lang gekommen. Hallo, ich bin's, der freundliche Nachbar. So, jetzt mach den Ding mal kaputt. Dein Eiszauber ist mir relativ wumpe. Ich hab schon runter reduziert. Zweiter Prinzeps der Hand. Ich hatte doch schon mal so Prinzeps-Dinger kaputt gemacht. Wo waren die denn? Wir sind die Eisenmänner, wir sind unbesiegbar. Ein Scheiß seid ihr. Seht ihr, können nichts. Und davon jede Menge. So, hier, gib mir mal den letzten. Und wahrscheinlich der dritte. Guck, kann ich gleich weitergehen. Gute Repost-Welle. Haut rein. Viel Spaß wünsche ich euch auf jeden Fall. So. Das haben wir gleich erledigt. Stein. Ist dann irgendwo ein Weg, der weiterführt, ne? Ich glaube echt. Oder wir hatten schon mal so ein Prinzip. Haben alle drei? Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal ausfindig machen. Oder der dritte lässt sich... Oh, was habe ich denn hier? Magier. Das Problem beim Magiern sehe ich immer... Ihr seht das ja an meinen. Ein Priester. So, Priester muss ich immer so... okay, Priester können heilen, denke ich mir so. Aber Magier gehen, sind Stoffis, verdammt. Auch wenn der schon wieder höher leverig ist, aber ist für mich ist ein Stoffi. So, jetzt gehen wir mal gerade auf die Questdinger. Habe ich drei Stück davon? Finde drei keilförmige Gedönsdinger. Hier, guck mal. Schulterplatten. Sag ich doch. Eins, zwei, drei. Oh, alles klar, habe ich. Ohne ein Ding zu errichten. Läuft. Das ist bestimmt auch nur eine Finte gewesen. Damit man hier mal ein paar Gebäude hinstellt und sagt, hohoho, jetzt beschäftige dich mal zwei Stunden, Idiot. Nee, diesmal machen wir alles alleine. Und zurückgehen, ganz ehrlich, kann ich immer noch umbauen. Ohne, dass mich hier einer nervt, ehrlich. Aber ich brauche auch Levels, verdammt. Das Leben ist gar nicht so einfach. So, was habe ich hier gefunden? Ganzen Krimskrams. Jetzt sag nicht, du kannst hier einfach so durchgehen. Ich habe gesagt, hier hin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du gehst. Nee, oder? Ist hier ein Weg? Nee, ich werde nicht mehr. Da kommt der vorbei. Ich hab ja nie gesehen, den Weg. Leute, wir brauchen mindestens zwei Leute für eine Repost-Welle, ne? Das geht in 3-4 Minuten, geht das gleich normal. Aber trotzdem. Also, ihr könnt ihn jetzt nicht so hängen lassen, ne? Hier, mach mal die Tür auf. Das Tor öffnet sich. Yay! Mach die Tür auf. So, ist hier irgendwas? Nö. Sie haben Erfahrungspunkte erhalten. Ja, wir hoffen. So. Klar möchte ich das Portal betreten. So, wo bin ich jetzt gelandet? Ich meine, ich würde hier sowieso keine Leute durchkriegen, ne? Was habe ich hier? Menschen. Ha, wahrscheinlich. Passt mal auf, Leute. Irre ich mich weg? Ist das der Bereich, wo ich mit allen 6 Rassen spielen musste? Und ich habe erstmal die ersten 3... Oh. Ich habe erstmal die ersten 3 stumpf ignoriert. Rassen. Wer braucht Rassen? Ich mache das einfach im Alleingang. Können mich doch mal alle gern haben. Was habe ich hier? Oh, das sind diese unsichtbaren Viecher. Seelensklaven. Hier. Okay. Hallo. Einmal an Stein binden, danke. Als ich sterbe, ihr wisst schon. Nicht, dass ich das gerne tue, aber soll ja mal vorkommen. Ja, das geht nicht. Ja, komm Smokey, Zwiebel. Sag mal gleich Bescheid, wenn die Repost-Welle wieder da ist, dann mache ich mit. Ja, geht ja nicht. Einfach mal dich hier so alleine lassen. Mann. So. Eigentlich wäre es cool, wenn ich meinen ganzen Kampftrupp dabei hätte. Da würde ich hier so durchrummeln. Da würde ich mir nicht mal kiten. Ich würde einfach reingehen, umnatzen. Weitergehen. Ich habe den Schützen, glaube ich, auch nur drinne, weil
Warum habe ich den Schützen drin? Warte mal gerade. Mach ich gleich. Ich glaube, ich starte mir gleich anstatt den Schützen den Magier aus. Ich schaue erstmal, was die hier können. So toll können die ja nicht sein. Nö. Im Moment würde ich sagen, nö. Die können nicht viel. Ist Mondsilber. Oh, aber die halten aber viel aus. Die Linien müssen halten. 23. Okay, die halten dafür recht viel aus. Sind das Männer oder Frauen? Ich bin nicht ganz sicher. Das heißt, wir gehen die mal besser von der Seite an. Und der hier. 28, ne? Ich brauche auch EP. Das ist natürlich ein haariger Zwiespalt, der Ganze. Na, komm. Muss ich doch ein bisschen triggern können. Nö, also, triggern? Nö. Heute ist kein Trigger-Tag. Heute triggern wir ohne. Ich will den Dicken noch nicht haben, den muss ich alleine kriegen. Komm, geh. Geh. Reset dich. Da. Angriff. Schön auseinandernehmen, einen nach dem anderen. Sind aber auch ein paar. Gibt es hier vielleicht eine besondere Belohnung oder so, wenn ich die kaputt habe? Ach, guck mal, da kommt noch einer. Sehr schön. Oh, nicht viel machen. Oh, zwei nehme ich auch. Kein Problem. Guck mal, da boosten wir sogar, dann geht's schneller. So. Oh, 74 ist natürlich nice. Ich frage mich, ob ich mehr als einen Boost haben kann. Es sieht so aus, als könnte ich immer nur zwei Sterne, also zwei Boost haben. Heute ist... Oh, Benis, heute ist Mittwoch. Verständlich. Matt ist super wichtig. Vielleicht geben die auch so richtig dick XP. Überleg mal, wie lange wir gebraucht hätten, wenn wir uns hier in Armee aufgebaut hätten und wären dann rübergegangen. Alter, das hätte Stunden gedauert. Also wirklich Stunden. Weil ich dann ja immer so ein blöder Perfektionist bin, der die ganze Skillung durchhaben muss mit einer vollen Armee. Und dann können wir drüber reden. Nö, ich mach jetzt das Haus hier kaputt. Wir sind doof. Mich wundert, dass keine Spawnpoints da sind. Sonst habt ihr immer Spawnpoints irgendwo und jetzt hier marschiere ich einfach mal so locker durch und denke mir, jo. Komm, komm. Hier oben hin. Ja, dich, Herr der Seelen, ja, dich will ich einfach alleine haben. Für mich. Hau rum. Hau rum. Das Problem ist, ich bin ja kein Mage. Dann hau ich den jetzt um. Das ist ein Hinterhalt. Sind das nur die Kleinen? Ne, das sind alle. Alle sind doof. Runenkrieger, zu mir. Einmal laufen. Ich glaube, das sind ein paar viele. Hau rum. Jetzt hau ich erst den Dicken kaputt, den Kleinen, und dann den Dicken. Ich glaube, den habe ich rausgekaltet. Warum? Und er sieht auch noch nicht so aus, als würde er richtig Damage machen. Stillgestanden? Warum? Bist du... Gibt's irgendwas? Oder nur, weil du da bist, Firehawk? Das ist ein Hinterhalt. Wie darf ich das verstehen? So. Ja, das sieht doch ganz chillig aus. Läuft. Firehawk versucht ein Team zusammenzubauen. Alles klar, Repose-Welle. Da mache ich doch glatt mit. Ne, dann steht das Ganze. Aber ich glaube, die Zwiebel tritt auch mit. Sauber, dann seid ihr zwei. Sehr schön. Die Linien müssen halten. Okay, wir boosten nochmal. Das dauert mir hier eindeutig zu lange. So, guck mal, da stirbt er schneller. Sehr schön. Weil ich da bin. Ja, ich sehe schon. Meine Mod leiden unter Größenwahn. Zwei von drei. Nee, wir brauchen nur noch zwei. Ich habe die Repost-Welle auf zwei Leute runtergedreht. Ne, damit es sich auch lohnt. So, was hat er hier? Ein Diamanten und halboktagonischer Schlüssel, was auch immer das ist. So, jetzt natzen wir erstmal hier rechts hin ein. Apropos natzen, warte mal.
Runde Heilung. Und gib ihm. So. Aua, ein paar Leute auf der Muppe. Das muss sich ja lohnen. Aber ich hätte gedacht, dass die Dinger dann doch so hartnäckig sind, ne? Hallo, Waterhawk. Warum Waterhawk? Sehr schön. Außerdem nervt mich dieser Wind-Sound. Wind, Water. Mhm. Tierisch. Hört ihr das immer noch? Das Und Wind. Geht mir voll auf die Nüsse. Also ich muss halt eine Map clearen, ne? Ich kann nicht anders. Ich hätte auch einfach dran vorbeigehen können, weil sie ja im Moment keine Bedrohung für mich waren. Aber trotzdem. Irgendwie. Ah, geben echt nicht viel EP. Und was auch sehr schade ist, dass Skills nicht hier nach ran berechnet werden. Oh, das wäre so gut. Ist hier noch einer? Da. Hau mal um. Doch nur der eine. Die Linien müssen halten. Mach mal die Aura wieder an. Warum deaktiviert die sich vor allem? Schlecht getippte Bilder. Ein, zwei Funde. Zwiebel, Cessrix und Lasagentier. Wen hat's erwischt? Firehawk hat mitgemacht. Zwiebel. Hat alle erwischt, oder? Alle, oder? Wen hat's denn erwischt? Firehawk hat's erwischt. Ah, okay. Ich muss ganz sagen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. So. Ich finde es ja ganz cool, dass man sich doppelbuffen kann anscheinend, ne? Das ist ein Hinterhalt. Ja, zusammen machen die echt ganz anständig Damage. Wenn das mehrere sind. Oh, zu zweit kriegen wir auch noch nicht. Sag mal, ein Dreier-Trupp kriegst du damit von auf jeden Fall alleine gehandelt. Alles drüber hinaus, schwierig. So. Schön Maps clearen und sauber lutschen, das wird schon wieder. Aber okay, der Vorteil wäre, hätte man eine Base gebaut, hätte man natürlich relativ viel Ressourcen. Weil hier unten hättest du alles abgefarmt und hättest oben recht schnell aufgebaut. Hm. Oh. Das ist ein Hinterhalt. Dansgam. Dansgam? Was? Dansgam 450? Vielen, vielen lieben Dank für die Builds, Firehawk. Aber willst du sagen, das Game 450 oder Dansgam? War das Absicht? Vielen, vielen lieben Dank. Außerdem habt ihr ja schon gesehen, es gibt neue Emojis für Bits. Also spezielles Zeichen für die insgesamt Bitsmenge, die donated wurde. Firehawk hat zum Beispiel ein und der Smokey hat auch eins. Also es gibt demnächst, ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche, 20 insgesamt. Fand ich sehr lustig. Lustig. Als würde, der schließt sich, als würde hier so ein Sprudel sein, der aber nie da war. Guck mal, hier gäbe es 11. Eine Zwerge. Zwerge und Menschen. Das ist der Bit-Command. Okay. Echt? Oh, guck mal an. Lerne ich heute noch was hier. Kommt ja nicht häufig vor, dass ich was lerne. Guck, Chat. Dann siehst du das Emote. Für mich sehe ich den nicht. Aber das liegt auch dran, weil ich über den Ankbot drin bin. Beziehungsweise den Streamlabs-Bot. Und dazu müsste ich jetzt raustappen. Und das möchte ich ja gerade nicht. So, hier, mein Chef. Was ist denn? Warum bist du so langsam? Und ich hätte ganz gerne mal so ein Heldenmonument. Im Moment ist es gerade alles super chillig. Bin wahrhaftig ganz erstaunt, dass das hier gerade so gut geht. Wie viele Stunden Arbeit ich mir erspart habe. Für nichts. Guck mal hier, Elfen. Oh, geil. Elfen hätte ich jetzt echt mal wieder Bock zu spielen, ne? So lange nicht mehr gespielt. So, jetzt habe ich 6 Rassen. 3 und 3. Und ich besitze, ich glaube, 6 besitze ich sowieso, ne? Ja, 3 und 3. Läuft. Jetzt ein bisschen Aja gegeben. Ach, guckt euch den Brunnen an hier. Komplett überlaufen. Und habe ich ja immer noch Quests offen, ne? Hier. Ich habe keine Ahnung, wo das hier. In den Wüstereien. In den Wüsten der Düsterlande. Ich war, glaube ich, noch nie in den Düsterlanden, oder? Gibt es hier noch mehr dieser Geisterfuzis? Falls ja, muss ich es erkunden. Ja, hier gibt's Stein. Nee. Ach, hier noch ein paar Hauptmänner. Okay, die waren nicht so schlimm. Okay, die waren ein paar dickere, ja. Okay. Will ich das? Ah, okay, hier ist das nächste Portal.
Mal schauen, vielleicht öffnet sich's auch von alleine. Jetzt gehe ich schauen. Jetzt bin ich tatsächlich neugierig. Dashboard. Ah, Smokey hat Salz gemacht und Firehawk hat so ein Gesicht gemacht. Ah, vielen lieben Dank auch für die 470 Bits. Dankeschön an dich, Smokey. Ah, Obsidianberg. Jetzt sagt er mir wahrscheinlich auch, du brauchst hier so drei komische Futzeldinger. Ne, irgendein Achteck muss ich sammeln. Okay, dann mache ich erstmal ein paar Dinger kaputt. Irgendwo trigger ich das sicherlich welche. Oh, hier kann die einzelnen vielleicht wegtriggern. Komm her, Digga. Oh, eins, zwei, drei, ja. Vorsicht, Gegner. Bin ich sicher, ob ich drei von denen alleine schaffe? Ich schaue erstmal, wie sich einer verhält. So, zwei kriege ich vielleicht hin. Wir werden angegriffen. Ah, doch, zwei kriege ich locker hin. Okay, alles gut. Dann kriege ich den auch gleich ohne Probleme, weil es sind halt ein paar mehr hier. Wow. Mehr hier ist gut. Aber bis hier oben hin sind die Dinger. Er lebt immer noch? Ich wollte schon sagen. Also es gibt's. Mach wenigstens eine 50er Runde, du Unmensch. Achso. Nein, er postet ungerade. Ich kann's nicht durch sich selber durch zwei oder durch vier teilen. Das hakt bei vielen Menschen übrigens, ist das immer lustigerweise, wenn so eine ungerade Summe ist. Also entweder muss es sich durch fünf, also durch vier teilen oder durch zwei. Und durch 5 oder durch 10. Sehr lustig. Ja, guck mal, so viel ist das jetzt nicht. Also irgendwie kriege ich das hier auch alleine gehandelt. Sobald die Großen weg sind, ist das... Dritter, hier, Bizeps, Döns. Da brauche ich doch 5 Stunden für, wenn ich mir mit den anderen das machen würde. Da pulle ich mir doch lieber kleine Wellen selber raus. Da bin ich doch viel schneller. Hier, komm her, Dicker. Zwei kriege ich raus. Zwei dicke Kriechen, komm. Geh ein bisschen Gassi. Wir gehen ein bisschen Gassi. Hier, komm, den hole ich mir jetzt. Oh no! Sieht jetzt auch nicht so aus, als würde er richtig Damage machen. Jedes Mal unterbreche ich den, wenn ich den Schaden mache. Boah. Kloppen wir eine Runde drauf. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Wo ist er her? Oh, muss ich da echt hin? Huch, das sind ein paar viele. Vorsicht, Gegner. Okay, den machen wir jetzt kaputt. Nehmen wir ein bisschen Kleinkram mit. Immer ein bisschen rauspolen. Vielleicht läuft ja auch gleich einer zurück. Genau. Sehr schön. Ja, und die einfach mal kaputt. Ich sehe das auch noch nicht als Bedrohung an, weil... Wow, das ist ein 5-Minuten-Akt. Schauen wir mal. Ich habe die Fresse jetzt groß aufgerissen. Bei über 100 muss es durch 50 teilbar sein. Wobei 25 auch noch vollkommen legitim finde. Ich mache die echt ohne Probleme gerade kaputt. Und ich bin noch nicht mal... Also ich bin noch nicht mal das Level, was ich gerne hätte. Was macht mein EP-Balken? Mein EP-Balken freut sich sogar gar minimal. Nur mir noch mal ein bisschen das Kleinvieh. Huch. Huch. Kam ein bisschen viel. So, jetzt mach den dritten Prinzeps der Hand kaputt. Die Hand, wo war noch mal die Hand? Ach ja, genau. Daredevil, Elektra, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist. Oh, Iron Fist war so schlecht, ne? Oh, hat mich das geärgert. Wobei die Defender schon wieder gut war, aber... Iron Fist war von der kompletten Netflix-Marvel-Serie definitiv die schlechteste. Fand ich überhaupt nicht gut. Bisschen schade eigentlich. Wenn ich übersehe, wie gut sie Luke Cage und Jessica Jones hingekriegt hatten. Ah, dagegen war das andere dann doch echt mager. Sehr, sehr schade. Kann mir den Chin nicht ansehen. Schieb dich mal weg und spiel Don't Starve? Was? Was? Kann ich jetzt hier mal bitte die... Genau, den will ich jetzt kaputt machen.
Na, ah, das sieht gut aus. Guck mal, das ist hier gleich ein Witz. Die mache ich gleich schön alleine. Locker flockig zieht die mir aus. Und danach wird der jetzt kaputt gemacht, der Kleine. Und danach der Große, und dann haben wir das. Ich warte. Kann mir den Schier nicht ansehen. Schieb dich mal weg. Und spiel Don't Starve. Don't Starve habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Aber es hat mich auch noch nie so richtig gereizt. Ich glaube, das ist auch so das nächste Problem, ne? Wenn ich so ein Game bisher noch nie so richtig getriggert hat. Oh, Kleinkram. Geil. Komm her. Wir hauen ein bisschen Kleinkram. Okay, der Dicke kommt. Standhalten, Männer! Schauen wir mal. Ich behaupte mal, es sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, Boost und dann hau den da weg. Wir werden angegriffen. Ich kann sagen, ich habe einen Boost drauf. Jetzt seht zu, dass du jemanden beschädigst. Hau ich den kleinen Weg kaputt? Sauber. Guck mal, das ist der letzte. Und danach haben wir das hier geklärt, ohne großen Armee aufzumachen. Anfänger. Ich dachte, die bauen mir hier so ein richtig schönes, hartes Level hin. So das letzte mit den Katzen. Ach, Oxygen ist von den Don't Starve-Machern. Guck mal an, haben wir das gelernt. Ne, wenn ich überlege, wie hart das letzte Level war, haben sie vielleicht so als Entschädigung hier so ein leichtes Zwischendurchlauf-Level gemacht. Und einfach nur aus Verlockung, hier, damit ich ein paar Stunden aufbauen kannst. Ha! Haben sie mir dahingestellt. Ich bin aber nicht drauf reingefallen diesmal. Hier kommt was der letzte da oben. Hauen mal kaputt. Und warte mal. Aura. Und ab geht er. Zack. Aura der Stärke. So, und jetzt machen wir ein paar Gebäude kaputt. Und wo geht's denn nach weiter? Hier überhaupt weiter? Hier oben ist halt noch irgendwas. Da komme ich aber, glaube ich, noch nicht hin. Orkschläger. Läuft. Aber hier? Oh, Sturmbrecher. Schwere Kriegskunst. Schilde 12. Schilde. für Millie. Ist alles, was ich gesegnet habe. Alles, was ich gelehrt habe. Aber keine Schilde. Was soll ich denn mit Schilden? Anfänger. Oh, guck mal hier. Orkanführer. Geil. Ich weiß, was ich gleich kaputt mache. Da komme ich echt nicht hin, ne? So. Das Böse vernichtet. Weiter geht's. Oh, Portal zum Obsidianberg. Be mal remothered. Torment's Father. Sagt mir gar nichts. Also wie gesagt, Spieletipps habe ich einen eigenen Kanal für, Leute. Könnt ihr gerne reinposten. Da schaue ich immer mal wieder rein, was ihr da so Schönes gefunden habt. Vielleicht sind ja ein paar schicke Spiele dabei. Ich habe auch gerade so ein nettes Spiel gefunden. Das habe ich euch auch da reingepostet. Ne? Hier. Hier den Octagon-Schlüssel einsetzen. Ist top. Ja, wie gesagt, einfach reinposten. Ich schaue mir das immer an. Mein Teilpartei, das Tor schwingt auf. Quest-Buch aktualisiert. Und nicht bisher einen einzigen Charakter erstellt. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Yay! Erfahrungspunkte? Noch nicht viel, aber immerhin. Ja, natürlich möchte ich das Portal betreten. Gerade erst wollen sie das Spiel verlassen. Hallo? Heldenmonument. Oh, mal. Doch, Heldenmonumente gehen. Oh, geil, Heldenmonumente. Endlich geht's mal zur Sache. Ab geht er. Und die Party geht ab. Hey, ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Ah, jetzt gibt's richtig Party. Der Disco, Disco, Party, Party. Was wünscht die Rune? Guck mal, mit der Stärke. Ach, fuck, wir wollten den Schützen. Okay, der Schütze muss sterben. Den wollten wir austauschen. Gegen Magier. Ich denke so, naja, der Schütze kann mal hinten bleiben, weil der ist einfach so schwach, da ist es sinnvoll, ich stelle mir einen Magier. Und ich hatte übrigens recht, dass wir das mal locker in 5 Minuten machen. Hier, guck mal, Schütze. Schütze, stirb doch mal. Du hast lange gut gedient. So, jetzt machen wir uns schnell noch einen Schützen. Magier, Entschuldigung. Schütze, Schütze, wo ist er? Priester, Schütze. Tut mir schrecklich leid. 19, 18, 17, 22, Runenmagier. Ja, hallo Runenmagier. Was kannst du denn Geiles? Du bist nackelig. Und du kannst... Oh, wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sly, wenn wir da so einen geilen Magier hochziehen. Ciao.